Das 22er Hardray i6.0 mit dem brachialen PDX2 Motor. In diesem Video stellen wir euch die zweite Farbe von dem Hardray i6.0. Bei dem Modell 2022er von Raymond haben wir das Display A verbaut. Der Motor, der PWX2, hat hier die Automatik. Wenn ihr das Ganze einschaltet und lange auf die obere Taste drückt, erscheint hier ein A. Das A steht für Automatik. Und wenn ihr lange auf die obere Taste drückt, wieder geht das A weg. Das Fahrrad hat einen Trittfrequenzsensor und einen Neigungssensor. Und wenn ihr mehr in die Pedale drückt oder am Berg seid, merkt das Fahrrad, okay, ich brauche mehr Unterstützung. Und dann schaltet er zwischen diesen Stufen selbst hoch und runter. Ich kann natürlich auch alles manuell machen wie jetzt und selbst einfach bestimmen, wie viel Unterstützung ich gerne haben will. Es zeigt Gesamtkilometer, es zeigt quasi die Tageskilometer, Geschwindigkeit und wie viel Prozent Akku ich habe. Und es reicht für die meisten Leute, weil es halt sehr klein ist. Auf der Seite stört nicht und der Cockpit ist sehr, sehr clean. Bei den Bremsen haben wir die Tektro 2 Kolben verbaut, hydraulisch natürlich und ein 160er Scheibe. Das reicht vollkommen für ein Hardtail und bringt das Ganze dann ohne Probleme zum Stehen. Die XCM-Gabel, die kennt ihr ja, die ist so oft verbaut. Eine Stahlfeder, was wunderbar funktioniert. Ich kann es schließen, ich kann es ein bisschen weicher oder härter stellen. Ich habe ein bisschen Einstellmöglichkeiten, obwohl es ein Stahlfeder ist. Und das Ganze ist halt auch wind- und wetterfest. Das heißt, ich bin sehr, sehr gut damit auch unterwegs, wenn ich das Fahrrad auch sehr offen da Regen stehen lassen muss, brauche ich mir keine Sorgen zu machen, dass die Gabel dann kaputt geht, weil das Ganze wird ja auch bei einer Luftfederung in höheren Preisklasse auch ein bisschen teuer. Kommen wir mal zu dem Akku. Der Akku ist 630 Wattstunden, voll integriert, ist mit einem Schloss gesichert. Ich kann das auch rausnehmen. Die Ladekappe ist jetzt auch ein bisschen besser als das 21er Modell. Gesichert und es ist auch jetzt sehr, sehr fest. Ich habe die Möglichkeit, Flaschenhalter oder auch das Bodo Big oder was auch immer ich will, eine kleine Flasche hier zu platzieren. Die Löcher sind dafür vorgesehen. Und wenn ich das laden will, mache ich das mit der Ladebuchse hier. Ich kann sowohl den Akku rausnehmen und wenn ich das nicht machen will und jeden Abend einfach in der Garage laden will, tue ich den Stecker hier rein und dann wird das Fahrrad geladen. Kommen wir zu dem Ritzel. Wir haben hier bei dem PWX2 den großen Ritzel verbaut. Das heißt, wenn ich über 25 km/h komme, ist der Motor sehr gut abgekuppelt. Oder auch wenn ich den Motor ausschalte, natürlich merke ich, dass das Fahrrad mehr wiegt, weil ich habe den Akku und Motor dabei. Aber ich habe ein Fahrgefühl wie ein normales Fahrrad. Yamaha PWX2, einer der zuverlässigsten Motoren, die wir momentan auf dem Markt haben. 80 Newtonmeter fühlen sich wirklich an wie die 85 von Bosch. Einer der Sportmotoren, die es schon jahrelang gab, bei Firma Highbike. Das sind auch quasi die Mitgründer, beziehungsweise die gleichen Leute bei Highbike, die vor ein paar Jahren ausgeschieden sind und Firma Raymond und Husqvarna gegründet haben. Preislich bin ich hier bei diesem Modell bei 3.400 Euro, was das Fahrrad noch attraktiver macht gegenüber Konkurrenzprodukten von Giant, die auch mit Yamaha Motor sind, oder auch von Highbike, weil dort kriege ich für das gleiche Geld nur einen 70 Newtonmeter Motor. Und in dieser Preisklasse den Yamaha PWX2 zu haben, ist natürlich was ganz, ganz Besonderes. Zu der Schaltung. Bei der Schaltung habe ich die Diore-Schaltung verbaut und auch eine Kassette von Shimano. Die Diore-Schaltung ist quasi der Einstieg im professionellen Bereich, schaltet sehr, sehr sanft und auch sehr sicher. Und die 10-Gang reicht vollkommen aus, eigentlich für den Alltag und auch für den Trail, wenn ich fahren will. Bei den Bremsen habe ich das ja schon erwähnt, wir haben die Tektro 2 Kolben verbaut. Und das Fahrrad ist in beiden Farben, sowohl in Blau, das nennt sich New Blue, als auch in diesem Grau mit Orange, bei uns in jeder Rahmengröße verfügbar. Es gibt das Fahrrad auch mit 27 Halbbereifung, ist natürlich ein bisschen wendiger oder bei kleinen Rahmengrößen macht das mehr Sinn, wenn mir jemand jetzt 1,55 Meter oder 1,60 Meter ist, machen kleine Reifen aber mehr Sinn, weil der hat das dann, kannst du dann besser unter Kontrolle. Und für Leute, die groß sind, macht eher 29er Rahmengröße XL Sinn. Haben wir alles da. In beiden Versionen könnt ihr gerne zu uns vorbeikommen in der Katharinengasse 14 in Gießen oder unter www.switchbike.de könnt ihr das Fahrrad auch bestellen. Wir versenden europaweit. Natürlich voll montiert, da müsst ihr nur die Pedale reinschrauben und den Lenker festmachen und dann könnt ihr gleich loslegen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben, hinterlasst ein Like da und
Gerne könnt ihr auch den Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.